Die Topstars sind weg, neue sind da. Die Bundesliga-Saison 2022-23 ist trotz der Abgänge von Haaland und Lewandowski richtig attraktiv. Wie machen sich Gesichter wie Mané, Götze und Co.? Gibt es diesmal ernsthafte Konkurrenz für die Bayern im Titelkampf? Borussia Dortmund ist der allererste Club, den man nennen muss. Das sind nur einige von vielen Themen in unserer Saisonvorschau. Plus, es gibt mal wieder ein Gewinnspiel. Ihr könnt Logentickets für ein Bundesligaspiel gewinnen. Und dazu, ihr seht schon, zeigen wir uns hier im neuen Gewand in einem niegelnagelneuen Studio. Wir freuen uns auf jeden Fall darauf mit euch. Und heute, das habt ihr euch gewünscht, sprechen wir über jeden einzelnen Verein der Bundesliga mit unserem Gast Thomas Hitzlsperger. Was geht, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu Was geht Bundesliga in der Saison 2022-23 im neuen Studio. Wie ihr seht, das Grundgerüst steht und ich hoffe, dass es euch gefällt. Hier kann natürlich auch noch ein bisschen was rein und daran dürft ihr euch gerne jederzeit auch beteiligen. Was für Requisiten ihr euch vielleicht noch wünscht, haut das gerne schon mal in die Kommentare. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ne? Aber ich habe wirklich richtig Bock wieder auf diese Bundesliga-Saison. Bin so heiß wie lange nicht. Nach einer Sommerpause, die einige produktiv genutzt haben. Ja, Markus hat mich im Bierkönig angerufen. Das war ein bisschen schlecht. Und so ist das entstanden. Markus war hier am Feiern und ich in Malle. Und dann haben wir gesagt, lasst uns Götze attackieren. Oliver Glasner, möglicherweise der erste und einzige Mensch, der jemals eine gute Idee im Bierkönig hatte. Aber Mario Götze ist weg, Freunde. Und er ist nicht der einzige richtig spannende Transfer der Bundesliga. Über die sprechen wir natürlich heute auch. Und sind ab jetzt jeden Donnerstag vor einem Bundesligaspieltag wieder hier auf dem Kicker-Kanal für euch am Start. Und einschalten lohnt sich, denn wir haben immer mal wieder, wie heute, Gewinnspiele am Start. Ihr könnt 4x2 Logentickets gewinnen für das Spiel FC Bayern gegen den SC Freiburg am 10. Spieltag. Beantwortet dazu einfach die Community-Frage. Wird der Titelkampf wieder spannend oder machen es die Bayern am Ende doch wieder? Darüber sprechen wir natürlich gleich auch mit Thomas Hitzlsperger. Alle Kommentierenden kommen unten in die Verlosung und alle Infos zum Gewinnspiel lest ihr dann auch nochmal in der Beschreibung. Und wenn ihr das alles nicht mehr verpassen wollt, dann lasst uns doch gerne ein Abo und eine aktivierte Glocke da. Gewinner und Favoriten heißt unsere erste Kategorie und zumindest der erste Teil passt auf jeden Fall zu meinem Gast. Er ist 52-facher Nationalspieler und wurde 2007 Meister mit dem VfB Stuttgart, bei dem er ja bis Ende März noch als Vorstand tätig war. Herzlich willkommen, Thomas Hitzlsperger. Hallo, servus. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir sprechen gegen Ende natürlich auch noch mal ein bisschen über deinen Abschied vom VfB und was bei dir vielleicht jetzt so ansteht. Jetzt starten wir aber erstmal mit der Saisonvorschau durch. Und ich habe ja gerade erwähnt, du weißt, wie man Meister wird, ne? Der Titelkampf, das ist natürlich die Frage, die sich alle stellen. Was muss die Konkurrenz aus deiner Sicht und vielleicht aus deiner Erfahrung tun, damit es nicht zum 11. Meistertitel der Bayern nacheinander kommt? Naja, die Zeiten haben sich leider stark verändert. Ich bin total froh, dass es mir noch gelungen ist mit dem VfB Stuttgart. Aber wir wissen jetzt auch, dass die Bayern so dominant sind und jedes Jahr eigentlich noch dominanter werden. Die wirtschaftlichen Aspekte spielen eine immer größere Rolle. Und ich würde gerne eine neue Tabelle aufzeigen für diese Saison, aber ich gehe davon aus, dass die Bayern einfach wieder Meister werden. Sie haben zwar mit Lewandowski den Topstar abgegeben nach Barcelona, aber trotzdem sich wieder hervorragend verstärkt und ich sehe einfach keinen anderen Meister außer den Bayern. Das ist schon eine relativ deutliche Aussage. Trotzdem, wenn wir mal einen Blick auf die möglichen Kandidaten werfen, wen würdest du denn in der Position sehen, den Bayern da am ehesten noch gefährlich zu werden und vielleicht einen echten Titelkampf zu bieten? Jetzt hast du eigentlich gesagt, glaubst du nicht dran. Aber wenn du einen Kandidaten herausnehmen würdest oder vielleicht auch zwei, wer könnte das? Also ich würde mal sagen, dass grundsätzlich an der Spitze sich wenig verändern wird. Das ist so meine Prognose. Was ich schon glaube, ist, dass ein paar Clubs nochmal besser geworden sind, dass sie an einem guten Tag Bayern gefährlich werden können, aber eben nicht über 34 Spieltage. Und wenn ich mir Leverkusen anschaue, ist eine Mannschaft, die echt Freude machen kann. Da sind die besten Spiele auch geblieben. Da sehe ich großes Potenzial. Borussia Dortmund ist der allererste Club, den man nennen muss, wenn man an Konkurrenten von Bayern denken kann. Die haben sich, glaube ich, sehr gut verstärkt in der Innenverteidigung. Das war schon auch ein deutliches Signal mit Süle und Schlotterbeck. Da glaube ich schon, dass sie am nächsten an den Bayern dran sind und natürlich auch mal die Bayern schlagen können, aber nicht über eine ganze Saison. Dafür ist meines Erachtens der Rekordmeister zu weit voraus.
Okay, ich versuche jetzt mal trotzdem so ein bisschen Spannung reinzubringen und sage, wir haben ja auch eine WM. Die Bayern werden dann natürlich voll ausgelastet sein. So ohnehin bis dahin, glaube ich, irgendwie nur 3-Tages-Rhythmus. Und jetzt vor dem letzten Wochenende, würde ich mal sagen, gab es den einen oder anderen, der gesagt hat, so ganz ehrlich, da hat vielleicht nicht nur Borussia Dortmund mit den guten neuen Verpflichtungen Chancen, sondern auch Leipzig und Leverkusen, hast du gerade auch schon angesprochen, haben ihre Top-Spieler behalten. Gut, jetzt haben wir halt das letzte Wochenende gehabt und das Pokalaus von Bayer, was ja extrem überraschend kam. Und die Packung, kann man glaube ich schon so sagen, für RB im Supercup. Das heißt, aus deiner Sicht muss man das dann auch revidieren, dass da vielleicht nicht nur der BVB zumindest über einen Großteil der Saison da ein Wörtchen mitsprechen kann, sondern auch RB und Bayer. Siehst du nicht? Sehe ich weniger. Was ich meinte, dass man an einem einzelnen Spieltag schon mal ein super Spiel sehen kann, dass man Bayern auch mal besiegen kann. Aber die Erfahrung, die Bayern mitbringt, die Topspieler, die Breite im Kader, also sie haben ja nicht nur 12, 13 sehr gute Spieler, sondern 20 von der Sorte. Und sie sind es gewohnt, im Dreitagesrhythmus zu spielen. Sie sind es gewohnt, auch eine WM zu spielen, auch wenn es jetzt im Winter stattfinden wird. Ich sehe diese Probleme nicht. Es könnten nur Verletzungssorgen von den Topspielern sein. Das glaube ich schon. Aber die Optionen, die neuen, die sich ergeben für Julian Nagelsmann, dadurch, dass Lewandowski weg ist, ist meines Erachtens nicht unbedingt ein großer Nachteil. Ich meine, Lewandowski wird der Bundesliga fehlen, das ist klar. Aber Julian Nagelsmann ist einer, der die anderen Mannschaften überraschen will, der mit Systemen experimentiert, der Spieler auf unterschiedlichen Positionen einsetzen kann. Und daher glaube ich, dass gerade mit Sadio Mané sich neue Optionen ergeben werden, die sicherlich auch die Bayern-Fans da Freude machen werden. Trotzdem muss auch erstmal die Lewandowski-Tore muss erstmal auffangen. Ne? Klar, jetzt haben sie gegen Leipzig schon gezeigt, dass sie das durchaus können. Ist aber schon eine Stange Tore, die er da gemacht hat die letzten Jahre, wissen wir alle. Von daher wird spannend zu sehen sein, wer das dann unter sich aufhält. Und ich finde auch, dann auch in der Form bekommt. Leipzig hat es schon angedeutet, auch im Supercup jetzt, dass sie gut mitspielen können in der zweiten Halbzeit, dass sie Bayern vor Probleme stellen können. Deswegen meinte ich auch, da sind viele Clubs da, die unangenehm sind, wenn ich dann auch weitergehe zu Union Berlin oder auch in SC Freiburg. Die sind schwer zu bespielen, auch für Bayern München teilweise. Und daher muss man mal sehen, nur wir reden über eine lange Strecke und da ist halt der Rekordmeister den meisten Clubs ganz weit voraus. Jetzt haben wir schon vor allem vier Vereine bisher angesprochen. Da sind natürlich auch immer die ersten Champions League-Kandidaten. Bayern, Dortmund, Leipzig, Leverkusen. Sind die wieder für dich gesetzt? Oder siehst du da vielleicht noch jemanden? Und wer würde aus deiner Sicht zuerst in die Europa League gehen? Also die sind gesetzt. Das ist ja die traurige Wahrheit, dass die Top-Clubs mit jedem Jahr, in dem sie erfolgreich sind, den anderen Clubs noch weiter voraus sind und sie auch immer bessere Entscheidungen treffen. Und da fehlt halt die Spannung. Die Spannung bleibt dann im Mittelfeld oder vor allen Dingen im Abstiegskampf. Und das wäre auch meine Prognose für die neue Saison. Was sich schon gezeigt hat, ist, dass Clubs wie SC Freiburg und Union Berlin es geschafft haben, durch konstant gute Arbeit, den großen Clubs, den Traditionsclubs, die mit sich selbst beschäftigt sind, voraus zu sein und jetzt auch in dem Bereich der Europa League sind. Und das nicht, weil es mal ein Zufall ist, weil es ein gutes Jahr ist, sondern weil sie gute Strukturen haben, weil sie gute Leute haben, die hervorragend zusammenarbeiten. Und ich traue denen wieder viel zu, sowohl Union Berlin als auch Freiburg. Aber vielleicht könnte auch Union Berlin wieder mal aufgrund der Doppelbelastung dann ein paar Punkte weniger machen. Ich wollte es gerade sagen, also das ist schon spannend, weil so mein Gefühl war, viele haben gesagt, so boah, die werden gerade die drei Vereine Union, Freiburg, Köln werden schon ordentlich auch an der Doppelbelastung dann, beziehungsweise noch Dreifachbelastung bei einigen ja auch, schon zu knabbern haben. Aber du bist da optimistischer. Was hältst du von Vereinen wie Gladbach, Wolfsburg, Frankfurt, die in der letzten Saison so ein bisschen underperformed haben? Was glaubst du? Können die oben wieder in Sachen Europa mitsprechen? Da muss man jeden Einzelnen betrachten. Also bei der Eintracht bin ich nur fasziniert, was man dort geschafft hat. Ich weiß auch gar nicht, wen man noch alles herausheben muss. Mir fallen Axel Hellmann ein, Markus Krösche und Oliver Glasner, die drei Hauptverantwortlichen, wenn man jetzt mal die Spieler wegnimmt, die es geschafft haben, den Verein zu emotionalisieren, alles zu kanalisieren, in eine Richtung zu gehen und nicht nur in Frankfurt, sondern in Fußball Deutschland Euphorie auszulösen, die einfach exzellent war. Ich hatte das Glück, ein, zwei Spiele auch live sehen zu dürfen. Und da finde ich, ist wahnsinnig gute Arbeit geleistet worden. Ich glaube auch jetzt mit Champions League Teilnahme, dass die Emotion weiter hoch sein wird.
Und bei Gladbach bin ich selbst gespannt in Hoffenheim. Potenzial ist unbestritten, das ist da. Das Spielerpotenzial, wenn ich mir die Kader anschaue, da ist alles vorhanden. Und da tue ich mir schwer in der Prognose, weil ich glaube, in beide Richtungen ist vieles möglich. Solange Ruhe herrscht, sehe ich die Clubs eher in der ersten Tabellenhälfte. So, und wir stellen jetzt mal die Tabelle einmal auf den Kopf und spazieren aus dem Obergeschoss die Treppe runter in den Keller. Der Abstiegskampf, Jahr für Jahr immer wieder bis zum letzten Spieltag dramatisch. Und das hast du ja wirklich hautnah mitbekommen, ne, mit deinem VfB. Wie hast du diese unglaublichen Emotionen und natürlich auch den Platzsturm der Fans in Erinnerung? Das Spiel habe ich am Fernseher mitverfolgt. Ich hatte das große Glück, dann noch zu meinem Abschied die Spiele gegen Gladbach und Augsburg im Stadion zu erleben. Zweimal Rückstand umgedreht und da ging schon richtig die Post ab. Aber das Spiel gegen den 1. FC Köln hat dann nochmal alles getoppt. Und ich war mit einem breiten Grinsen zu Hause auf dem Sofa und war ganz froh, dass ich dann irgendwie da Ruhe hatte. Aber mir ist schon auch bewusst, jeder, der im Stadion war, redet heute noch davon und wird in ein paar Jahren auch noch davon erzählen, weil es einfach außergewöhnlich war. Ich glaube auch nicht nur die VfB-Fans, also wenn ich zu mir selber gucke, ich war auch vom Fernseher und es ist jetzt nicht so, dass ich Leidenschaft für den VfB unglaublich hätte, aber ich meine, das ist ja etwas, das reißt irgendwie jeden Fußballfan mit, glaube ich, der da neutral drauf schaut. Ja, gucken wir mal auf die ersten Kandidaten auf den Abstieg. Ich bin gespannt, was du da sagst, weil ich finde das dieses Jahr gar nicht so einfach. Ne? Mit Werder und Schalke sind zwei absolute Schwergewichter zurück. Wenn wir aber mal beim VfB bleiben, glaubst du, dieses Jahr gibt es einen Abstiegskampf ohne Stuttgart? Das glaube ich, ja. Also ich meine, dass diese Erfahrung, die der VfB in der vergangenen Saison gemacht hat, alle nochmal stärken kann, dass es zusammengeschweißt hat. Es war extrem schwierig und belastend und es war auch unglücklich, weil es viele Verletzte gab. Aber genau durch diese Befreiung am letzten Spieltag, dass man im Klassenerhalt gesichert hat, glaube ich, war es leichter, Fehler nochmal aufzuarbeiten und jetzt gestärkt daraus hervorzugehen. Ich sehe den VfB am oberen Ende der zweiten Tabellenhälfte. Wenn es sogar noch besser läuft, dann in der ersten Tabellenhälfte. Aber im Abstieg, meine ich, hat der VfB nichts und nichts zu tun. Sie können zumindest auch aus der Erfahrung zehren. Ne? Sollte es mal weiter nach unten gehen, dann ist man mit Sicherheit dieses Jahr da ein bisschen routinierter. Und was sagst du, wenn man auf die Aufsteiger blickt, ne? Auf Werder und Schalke? Das interessiert natürlich eigentlich ganz Fußball-Deutschland bei den beiden großen Namen. Was glaubst du, können die vielleicht auch eine etwas sorgenfreiere Saison spielen oder sind die schon ganz dick unten mit im Abstiegskampf drin? Ich fürchte es. Also ich habe mir auch die ganzen Clubs nochmal angeschaut und es ist so schwer, die großen Clubs dort unten dann wieder anzusiedeln, weil es gibt keinen offensichtlichen Abstiegskandidaten aufgrund der fehlenden Erfahrung oder mangelnden Größe des Clubs. Nein, ich glaube, dass Werder und Schalke spüren werden, dass sie jetzt in der zweiten Liga waren. Sie sind nicht automatisch Clubs, zu denen Topspieler gerne hingehen, sondern Topspieler und auch Talente sind mittlerweile sehr vorsichtig, wie sie Clubs auswählen. Sie gehen auch gerne mal dort, wo sie Ruhe haben, ob das in Hoffenheim ist oder in Wolfsburg oder sonst wo. Also ich glaube, die müssen sich strecken, Werder und Schalke. Ich meine, dass sie in den letzten 4, 5 Plätzen, dass sie da lange sein werden. Okay, das ist jetzt noch relativ breit gefasst, weil wir wollen natürlich heute auch ein bisschen in den Prognosenmodus gehen. Später sprechen wir tatsächlich auch nochmal über alle Vereine ganz kurz und hauen da kleine Prognosen raus, wo die landen könnten. Wen siehst du denn jetzt am Ende dann der Saison auf den Plätzen 16 bis 18? Ich habe sogar Schalke und Werder damit drin. Ich meine mal, dass Schalke es packen könnte mit der Relegation. Werder, ich wünsche denen natürlich den Klassenerhalt, aber habe ich jetzt mal auf 17 getippt. Und ganz unten dann Augsburg. Ist halt ein Verein, der auch über viele Jahre sehr, sehr gut gearbeitet hat. Zuerst vielleicht mit weniger oder mit begrenzten Mitteln. Mittlerweile haben sie sich eine starke Position erarbeitet, haben auch gute finanzielle Mittel. Und dennoch glaube ich, dass sie auch mal wirklich ein dreckiges Jahr erwischen können. Und das könnte dann die nächste sein. Aber auch ich kenne dort Menschen, die ich sehr schätze. Ich wünsche es ihnen nicht, aber wir reden ja von 3 Clubs oder 2, die absteigen müssen. Und da habe ich jetzt den FC Augsburg dabei. Ja, und ich sag dir, am Ende stehen wir in einem Jahr wieder hier und dann hat der FCA doch wieder irgendwie geschafft. Das ist ja unglaublich. Genau. Ist es jetzt das 11. Jahr in Folge? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Schon so lange her. Also schon echt beeindruckend, aber klar, wird irgendwie jedes Jahr genannt, ne, der FCA. Ja. Aber vielleicht stachelt sie das halt auch immer wieder an. Ja. So, und jetzt wollen wir natürlich mal sehen, ob deine Prognose mit der Community übereinstimmt. Haut mal eure Prognosen raus. Welche Vereine sind eure Abstiegskandidaten? Ab damit unten in die Kommentare. Und während ihr in die Tasten haut, sprechen wir über Folgendes.
Ja, was für ein Auftaktspiel, ne? Das hätte man sich besser kaum malen können. Der Europa-League-Sieger trifft auf den Meister. Eintracht Frankfurt empfängt den FC Bayern München zum heißen Tanz unterm Flutlicht. Thomas, für wie groß hältst du denn die Chance, dass die SGE den FCB am ersten Spieltag ärgern kann? Ich traue der Eintracht einiges zu. Ich glaube, ich habe auf den Unentschieden dann getippt. Und es ist so, dass die Eintracht ja noch nicht voll in dem Modus ist, nicht alle drei Tage spielen muss. Das, was die Bayern ja noch besser können. Und ich glaube auch, das Stadionerlebnis wird wieder überragend sein. Die Eintracht-Fans freuen sich da riesig drauf. Da kommt eine tolle Saison auf sie zu und am ersten Spieltag kommen die Bayern. Also ich freue mich auf diesen Auftakt. Es gibt noch das Derby in Berlin, es gibt Dortmund gegen Leverkusen. Da sind, finde ich, drei Top-Spiele gleich am ersten Spieltag. Also es wird ein super Wochenende. Absolut. Und für die Statistik-Nerds habe ich auch nochmal was Feines, was auch ein bisschen deine These, dass es da richtig schwierig werden könnte für die Bayern, unterstreicht. Die Bilanz der Eintracht zu Hause in der Bundesliga gegen die Bayern lautet nämlich 20 Heimsiege, 16 Remis und 15 Auswärtssiege. Heißt, die ist positiv und Frankfurt hat außerdem drei der letzten sechs Bundesligaspiele gegen die Bayern gewonnen. So, und gibt es jetzt dann den vierten aus sieben? Du hast gesagt, für dich wird es eher ein Unentschieden, ne? Genau, weil wir zwei Top-Teams sehen werden mit voller Euphorie und daher meine ich, dass sie natürlich auch Respekt haben. Also ich denke, mein Punkt ist drin für die Eintracht und damit könnten sie wahrscheinlich auch ganz gut leben, auch wenn die Absolut. Statistik für sie spricht. Ja, und ich glaube, wenn die Chance vielleicht am größten ist, dann eben am ersten Spieltag, ne, den Bayern weh zu tun. Letztes Jahr war Gladbach ja auch ziemlich nah dran. Ich erinnere mich, da wäre eigentlich sogar ein Sieg für die Gladbacher verdient gewesen. Am Ende ist es dann auch ein Remis gewesen. Schauen wir mal. Aber ich glaube, da können wir uns wirklich auf ein sehr, sehr heißes Spiel freuen. Natürlich muss man irgendwie auch die Personalie Mario Götze nennen gegen seinen Ex-Club. Was glaubst du? Also er macht ja wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck. Auch was seine Fitness angeht, ist direkt Man of the Match geworden im DFB-Pokal. Ich glaube, da freut sich irgendwie ganz Fußball Deutschland drauf. Was traust du ihm in dieser Saison zu? Ich traue ihm viel zu, weil er auch in ein System reinkommt, das funktioniert. Es herrscht eine gewisse Kontinuität in Frankfurt. Er ist umgeben von tollen Spielern, von klaren Ansagen. Und er ist ja auch reif. Ich meine, er ist 30 Jahre alt, hat die Erfahrung jetzt in den Niederlanden auch gemacht. Ich meine nicht, dass die Motivation bei ihm sein muss, es in den Bayern nochmal zu zeigen, sondern einfach, es geht bei ihm oft um Freude zu haben. Wenn er Freude hat, dann sieht man, wie außergewöhnlich er Fußball spielen kann. Und da glaube ich, da kann noch was kommen. Also da werden wir in Deutschland auch mit ihm Freude haben, auch wenn man jetzt vielleicht kein Eintracht-Fan ist. Aber es ist immer schön, jemanden wie Mario Götze, der ja das bedeutende Tor bei der WM 2014 geschossen hat, ihn mit Spielfreude zu sehen. Also ich bin sehr gespannt und freue mich auch. Ja, und Spielfreude, dafür steht, glaube ich, ein Sadio Mané auch. Ne? Wenn wir jetzt noch ein bisschen auf die wirklich großen Neuzugänge in der Bundesliga kommen, dann kommt man natürlich an den Bayern nicht vorbei. Mané natürlich unglaublich stark. De Ligt hat jetzt gar nicht so eine leichte Zeit bei Juve hinter sich. Dazu die beiden Ajax-Neuzugänge, Masraoui und Gravenberch. Was glaubst du, wie die Bayern-Neuzugänge einschlagen? Also ich meine halt, dass, was ich anfangs sagte, in der Tiefe der Kader mit Abstand der Beste ist. Und vieles hat sich auf Mané konzentriert. Es war sehr wichtig, die Personalie Lewandowski schnell zu klären. Das ist gut gelungen. Und wenn man jetzt sieht, wie alle damit umgehen, meine ich, hat der FC Bayern das hervorragend gemanagt in den letzten Wochen und Monaten. Und alle, die neu dabei sind, werden sich, glaube ich, auch schnell einfügen. Aber ich habe Musiala jetzt gesehen und das ist schon Wahnsinn, was er ja auch beisteuert. Und Thomas Müller, wenn er auf dem Niveau immer noch weiter spielen kann, das ist einfach genial. Und dann wird es auch an Nagelsmann liegen, wie er mit dem Weggang von Lewandowski, wie er es kompensieren wird. Ich glaube eher, dass er es als Chance begreift und nicht damit hadert, so einen Topspieler zu verlieren. Ja, er favorisiert ja auch so ein bisschen die Variabilität in der Offensive. Die haben sie mit Sicherheit dazu gewonnen. Es konzentriert sich eben nicht alles nur auf Lewandowski, sondern auf Gnabry, auf Mané, auf den Musiala, auf Müller, die sich da alle schön auch, ja, auch Positionen tauschen können. Das wird schon sehr, sehr spannend, wie die Bayern das dann umsetzen. So, und jetzt hast du dich ja schon ein bisschen einorakelt, Thomas. Und in dem Modus kannst du direkt bleiben. Das schnelle Orakel zur Saison 2022. Ja, du haust jetzt deine Prognosen zu jedem einzelnen Verein raus, Thomas. Hast eine schöne Aufgabe vor dir, aber wir sind natürlich gespannt, was du sagst. Wer landet wo? Und wir gehen tabellarisch gesehen mal von unten nach oben. Und über die haben wir jetzt schon ein bisschen gesprochen. Trotzdem nochmal deine Prognose für Werder Bremen. Werder Bremen leider auf Platz 17. Ich denke, sie werden es extrem schwer haben. Zwar einen tollen Trainer,
und noch eine Euphorie durch den Aufstieg, aber sie werden sich schwer tun und habe sie jetzt nur auf 17 getippt. Der FC Schalke 04. Wird einen Platz drüber landen, auch bei den Schalkern so, es ist eine gewisse Ruhe eingekehrt, beziehungsweise eine Vernunft. Man gibt keine allzu großen Ziele aus, jeder weiß, wie schwer die Situation ist. Aber sie werden sich strecken müssen bis zum Schluss und tippen sie mal auf den Relegationsplatz. Und auf dem stand letztes Jahr Hertha BSC. Besser oder schlechter? Die hätte ich fast noch schlechter getippt. Ich sehe gerade keine positiven Anzeichen für die Hertha. Ich meine, sie haben zwar noch viele gute Spieler, die sie in den letzten Jahren verpflichtet haben, teilweise sind sie noch da, aber die Unruhe bleibt. Die Gesamtsituation im Verein ist nicht gut und es ist einfach keine gute Voraussetzung für Erfolg, daher setze ich sie knapp über Schalke. Ja, und die Fluktuation bleibt auch, ne? Immer wieder neue Spieler, jetzt wieder neuer Trainer. Es ist unglaublich schwer, da Ruhe reinzukriegen. Und wenn sie dann aus dem DFB-Pokal ist auch schon da. Hat, das auch kommt noch dazu. Muss man vielleicht jetzt nicht überbewerten, wenn man auch sich auf die Vergangenheit guckt. Aber ich glaube auch, es wird wieder ein schweres Jahr für Hertha. Und dann der VfB. Da hast du jetzt vorhin ja schon deinen Tabellentipp genannt. 11 hast du gesagt, glaube ich, ne? Das wäre die 11, 10 oder 11, einfach im Mittelfeld, weil ich meine, die Erfahrung der letzten Saison schweißt zusammen und man hat jetzt negative Erfahrungen gemacht, sie trotzdem gemeistert, man ist nicht abgestiegen. Ich habe allergrößte Wertschätzung für viele Menschen, die dort arbeiten, weiß, was das Potenzial ist. Die Fans sind auch voll mit an Bord, gehen den Weg mit jungen, entwicklungsfähigen Spielern, Trainer ist überragend. Also ich glaube, ein Mittelfeldplatz ist als nächster Schritt, glaube ich, sehr, sehr vernünftig und auch realistisch. So, und über den FCA haben wir auch schon gesprochen, vielleicht aber dann ganz kurz. Du hast, glaube ich, Platz 18 gesagt. Ne? Glaubst du dann, Enrico Maaßen kann mit seiner Spielidee, die ja mehr auf Ballbesitz gerichtet ist, da nicht punkten? Das ist ein Bruch meines Erachtens beim FC Augsburg, diese Idee. Sie waren immer stark dadurch, auch durch mannschaftliche Geschlossenheit, auch vielleicht eher defensiv zu denken, zu verteidigen, sagen wir, dreckig zu spielen. Das haben sie schon immer wieder auch gut gemacht. So sind sie zum Erfolg gekommen. Wenn dieser Bruch eben oder die Veränderung jetzt zu lange dauert, dann kann es eben dazu führen, dass sie am Ende vielleicht nicht erfolgreich sind. Das war jetzt meine Prognose. Ich habe keine bessere gefunden, aber ich habe es angesprochen. Die Augsburger haben lange Zeit jetzt sehr, sehr gut gearbeitet und machen es ja vielleicht noch in Zukunft. So, und jetzt bin ich aber gespannt, weil über einen Verein haben wir da unten noch gar nicht gesprochen. Der VfL Bochum. Gehört der für dich da nicht hin? Haben es im letzten Jahr ja stark geschafft. Aber jetzt kommt das viel zitierte, schwierige zweite Jahr. Ich habe ein bisschen gezögert bei den Bochumern, weil genau, es könnte passieren, dass sie dann doch mal einen Einbruch erleiden. Aber ich meine, dass es zu stabil ist, das Konstrukt, dass sie ganz genau wissen, was sie für Möglichkeiten haben und was die Limitierungen sind. Und es wird reichen für den Klassenerhalt. Also ich setze sie auf 14, glaube ich, habe ich sie getippt, oder 13, irgendwie in der Region. So, und dann kommen wir ein bisschen zu den Underperformern, würde ich sie jetzt mal nennen. Und da gehört auf jeden Fall auch der VfL Wolfsburg zu, mit Niko Kovac in diesem Jahr stärker. Ja, das glaube ich schon. Die Wolfsburger hatten letzte Saison einfach dieses Jahr, das so verschenkt war, weil der Club hat enorme Mittel. Ich meine auch, dass sie mit Niko Kovac eine sehr gute Entscheidung getroffen haben. Ich meine, die Wolfsburger gehen wieder dahin in die Richtung, wo sie ursprünglich herkommen, obere Tabellenregion, erste Tabellenhälfte. Also sie werden mit dem Abstieg nichts zu tun haben, aber vielleicht auch noch nicht gleich wieder international spielen. So, da möchte aber Eintracht Frankfurt, denke ich mal, auch wieder hin. Also Champions League ist natürlich ein unglaubliches Highlight jetzt. Glaubst du, die Eintracht kann sich am Ende der Saison trotz der Champions League, je nachdem, wie lange sie dann drinbleiben, für Europa qualifizieren? Die Herausforderung ist, diesen Spielern, die jetzt verwöhnt sind, weil sie selbst so gut waren international, jetzt Champions League spielen können, dann noch klar zu machen, hey, am Wochenende ist wieder Bundesliga-Alltag angesagt, dass sie diese Spannung hochhalten. Das wird die größte Herausforderung sein. Daher ist so ein Platz im Mittelfeld, glaube ich, auch verkraftbar, weil sie ja ihre Kraft ziehen aus den internationalen Spielen. So, ein Stichwort Europa, Borussia Mönchengladbach. Eigentlich vom Selbstverständnis der jüngeren Vergangenheit her auch ein Verein, der sich da, glaube ich, sieht. Auch die stärker einzuschätzen. Ich glaube auch, dass Farke jetzt mit seiner Erfahrung aus England hier mega motiviert sein wird. Und ich traue ihm schon eine gute Saison zu. Aber ich meine, in beiden Richtungen ist vieles möglich. Ich glaube, der Abgang letztes Jahr dann auch von Max Eberl, das hat den Verein schon durcheinander gebracht. Trotzdem meine ich, Potenzial ist einfach zu gut.
um in Schwierigkeiten zu geraten, aber ich sehe sie eher im Mittelfeld. Ja, wird spannend. Auch er setzt ein bisschen mehr wieder auf ein Ballbesitzspiel. Das kommt mit Sicherheit Spielern natürlich wie ein Flo Neuhaus auch zugute, der auch zu WM will. Also auch da spannende Personalien. Mit Sicherheit auch bei der TSG Hoffenheim. André Breitenreiter ist der neue Trainer und die TSG im Saisonendspurt so ein bisschen abgeschmiert. Können die sich wieder verbessern? André Breitenreiter kommt jetzt gerade aus Zürich und hat da die Meisterschaft gewonnen. Also ich finde, das ist schon bemerkenswert. Ich glaube, das hat man in Deutschland nicht so viele mitbekommen. Die Kicker, Leser und Hörer schon, ist klar. Aber ich finde es bemerkenswert, was er dort geleistet hat. Und jetzt mit diesem Selbstvertrauen wahrscheinlich in Deutschland wieder anzukommen, in Hoffenheim, glaube ich, unter den Bedingungen arbeiten zu können, traue ich der TSG auch wieder mehr zu als anderen Clubs. Also ich sage jetzt mal unteres Ende der oberen Tabellenhälfte. Dann machen wir direkt weiter mit dem FSV Mainz 05. Mhm. Die sind zum größten Teil im Vergleich zu anderen Vereinen, die wir jetzt besprochen haben, gleich geblieben, was den Kader und den Trainer angeht. Ich glaube, sie landen hinter dem VfB Stuttgart einen Platz. Aber habe immer wieder gespürt, wie schwer sie es im Gegner machen, weil sie auch sehr aggressiv sind, laufstark sind. Sie kommen über die Basics, haben aber auch immer mal wieder spannende Talente im Kader, sodass die Mainzer so grundsolide sind und aus der Bundesliga eigentlich nicht mehr wegzudenken sind, aber nicht gemacht für ganz oben. So, und jetzt gehen wir aufs letzte Drittel zu hier. Thomas, bald geschafft. Und über diese Vereine haben wir auch schon nun ein bisschen gesprochen. Deswegen vielleicht einfach ganz kurz noch deine Tabelleneinschätzung zum Beispiel zum ersten FC Köln. Die Kölner, glaube ich, werden es schwerer haben in der Saison, obwohl sie zurückblicken können auf eine sehr gute Saison. Sie werden, wenn sie sich qualifizieren für die Conference League jetzt, für die Endrunde, sicherlich das auch spüren. Ich kenne solche Clubs, obwohl ich nie beim 1. FC Köln gearbeitet habe. Ich glaube, das wird eine anspruchsvolle Saison. Ich sehe sie eher hinter dem VfB und hinter den Mainzern, also zwischen Abstiegsränge und Platz 11 und 12. So, und jetzt hast du schon ein bisschen angeteasert. Bei Freiburg und Union siehst du das anders, ne? Auch die haben diese Doppelbelastung, haben sehr einen intensiven Spielstil auch, also sind auch darauf angewiesen, dass sie fit sind, ne? Trotzdem sagst du, spiel wieder um Europa mit, oder? Naja, was zeichnet die Clubs aus, dass sie jetzt schon die Trainer sehr lange haben, sowohl Urs Fischer als auch Christian Streich sind schon sehr lange bei den Clubs. Es gibt klare Hierarchien, das ist mein Verständnis. Jeder weiß, was in diesen Vereinen los ist. Kein Spieler hat das Potenzial, den Club durcheinander zu bringen, die Mannschaft, das Gefüge. Und daher ist diese Stabilität, die dort vorherrscht, mit klaren Ansagen von den Trainern oder Trainerteams, führt dazu, dass es Erfolg bringt. Und da höre ich auch kein Lamentieren über eine Doppelbelastung, sondern die zwei Clubs funktionieren, das ist beeindruckend. Und ich wüsste nicht, was sie davon abbringen sollte, von dem Weg auch weiter da oben zu bleiben. So, und die letzten vier machen wir jetzt mal alle zusammen, weil da bin ich jetzt mal gespannt, wie deine Verteilung ist am Ende. 1, 2, 3, 4, Bayern, Dortmund, Leverkusen, Leipzig. Genau so, wie du es gerade gesagt hast. Genau. So wird der Zieleinlauf sein, Bayern, Dortmund, Leverkusen, Leipzig. Ich habe schon angedeutet, Leverkusen schaue ich halt gern. Ich habe ein paar Mal Florian Wirtz gesehen. Es ist halt eine Augenweide zu sehen, wenn er hoffentlich dann auch gesund bleibt nach seiner schweren Verletzung. Das ist ein Traum. Schick ist nach wie vor da. Die haben wirklich tolle Einzelspieler, Diaby und so. Leipzig habe ich in Ansätzen jetzt auch nochmal gesehen im Supercup. In Kunku genauso. Top-Spieler. Und darüber hinaus einfach ein Club, der da oben rein will. Und ich will nicht sagen rein muss, aber ich sehe keine anderen vier da oben außerdem. Da stimmen, glaube ich, die meisten mit überein. Also keine Veränderung aus deiner Sicht an den Plätzen 1 bis 4 im Vergleich zum Vorjahr. Und jetzt haben wir ganz zum Schluss, Thomas, noch eine Fanfrage. Wir haben eine kleine Umfrage bei Instagram gemacht. Eure Frage an Thomas Hitzelsberger. Haben wir einen Aufruf gestartet. Und eine Sache wollten tatsächlich viele wissen von dir. Und ich zitiere da jetzt mal stellvertretend den Manuel. Unter welchen Umständen wäre für dich ein Comeback beim VfB denkbar? So lange bist du noch nicht weg, aber die Leute vermissen dich anscheinend jetzt schon.
Also erst, das freut mich jetzt natürlich, und ich habe immer großen Wert darauf gelegt, auch einen Abschied hinzubekommen, der für alle Seiten gut ist, und so war es auch. Also ich bin so happy, wenn ich zurückblicke auf die letzten Tage auch, wie das funktioniert hat. Der Verein hat mir einen tollen Abschied beschert, und ich habe nie ausgeschlossen, da wieder zurückzukehren. Also der VfB ist natürlich in meinem Herzen. Ich verfolge den Club weiterhin und drücke die Daumen. Daher, ich habe das nie ausgeschlossen, um Gottes Willen. Aber jetzt sind sehr viele gute Leute am Werk, und ich drücke die Daumen, dass es gut wird. Und wenn für mich mal wieder ein Platz ist und alles passt, dann sehr gerne wieder. Also ich möchte es nie ausschließen. Also liebe VfB-Fans, der Mann lässt die Tür offen. Dann interessiert uns aber jetzt natürlich noch, was steht bei dir jetzt in näherer und vielleicht auch längerfristiger Zukunft an? Erstmal genieße ich sehr, ohne diesen Druck der Transferphase und Saisonstart, die Bundesliga verfolgen zu können. Erste, zweite, dritte Liga macht mir sehr viel Freude. Und dann im Winter steht die WM an. Die beschäftigt mich auch. Ich werde da in irgendeiner Form auch kommentieren, mich beteiligen. Es ist ja keine gewöhnliche Weltmeisterschaft. Also da werde ich vielleicht auch wieder zu sehen sein. Ja, also Leute, für euch schon mal wieder ein kleiner Teaser. Thomas Hitzitzberger wird euch erhalten bleiben, und ihr könnt weiter was von ihm sehen. Auf jeden Fall hast du dich heute schon mal ein bisschen, würde ich sagen, ein bisschen hast du dich warm geredet. Also vielen lieben Dank, Thomas, für deine Zeit. Hat viel Spaß gemacht, und vielleicht sieht man sich an dieser Stelle ja nochmal wieder. Würde mich freuen. Ciao. Mich auch. Danke. Ciao. Nächste Woche, da sind wir dann vor dem zweiten Spieltag wieder für euch am Start, und ab jetzt dann gleich zweimal, denn wir haben die Kategorie Das schnelle Orakel outgesourced. Also ab jetzt gibt es dann immer zwei Videos. Eins, wie gehabt, am Donnerstag zu einem Bundesliga-Thema. Da werden wir uns übrigens auch vielfältiger aufstellen und über noch mehr verschiedene Themen sprechen. Und dann das zweite Video am Freitag nur mit den Prognosen zum Bundesliga-Spieltag, und zwar ab jetzt zu jedem einzelnen Spiel. Könnt ihr euch darauf freuen? Und in den Kommentaren dürft ihr uns natürlich gerne jederzeit Feedback zu Was geht Bundesliga geben, und auch natürlich, wen ihr euch so als Gast für die Zukunft wünscht. Wir werden natürlich weiterhin immer versuchen, hier Prominenz in die Sendung zu holen. Wir freuen uns auf die neue Saison mit euch. Schönen Bundesliga-Auftakt. Schönes Wochenende. Ciao.